So, Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir haben es jetzt den 2. Dezember, also Vlogmas Tag 2. Ihr könnt es mir gar nicht vorstellen. Ich hatte ja so ein bisschen Schiss, ne? Vor dem Gespräch jetzt eben. Aber es war gar nicht so schlimm. Und ich habe sogar angerufen. Also normalerweise habe ich halt tierische Angst vor Anrufen und aber diesmal hat es geklappt und meine neue Chefin, wenn man es abgeschlagen, ist egal, also Minijob-Basis, hat sich auch noch nicht gemeldet. Also habe ich wahrscheinlich etwas richtig gemacht. Also wenn, dann würde ich, glaube ich, nicht anrufen oder vielleicht auch anrufen, aber auch einen Zettel schreiben. Ich hoffe, dass kein Zettel da steht. Genau. Sonst habe ich eine neue Lieblingsserie. Gut, die gibt es gar nicht mehr. Aber diese Schillerstraße, kennt ihr die noch? Also seit letztem Dienstag schaue ich das jeden Tag, zig Stunden. Es gibt ja auch bei Schillerstraße Deutsch so einen Kanal. Der hat alles, glaube ich, hochgeladen, die es gibt. Die es gab, gibt. Und ja. Ach Leute, ich bin da sehr froh, dass es das alles gut verlaufen ist, zumindest. Heute werde ich ein bisschen früher da zum Minijob fahren. Genau. Sonst müssen wir gucken, weil ich ja auch diesen Nebenverdienst ja auch noch habe mit dem Kleingewerbe da. Ne? Mal gucken, ob das alles so klappt. Wenn, dann im no absoluten Notfall müsste ich halt hier YouTube abmelden, in dem Sinne, nein, keine Angst. Ich werde aber mein Kleingewerbe dann abmelden, wenn das nicht geht, weil der Minijob ist mir dann wichtiger. Und ja, mal gucken. Vielleicht klappt es ja auch beides. Wenn es nicht, dann ist es eben so, ne? Genau, jetzt werde ich erstmal die Adventskalender aufmachen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, glaube ich. Ich habe heute schon gefilmt, aber heute Morgen habe ich ja gezeigt, dass es dann doch nicht so schlimm war, wie ich eigentlich, ja, wie immer eigentlich, dass es nicht so schlimm ist, dieses Telefonat oder den Termin beim Jobcenter. Und war diesmal auch nicht so schlimm. Ja, aber heute war ich ein bisschen früher beim Minijob. Also um 15 Uhr bis 16:30 Uhr ungefähr. 16:30 Uhr, 16:30 Uhr, genau, ungefähr so. Also 1,5 Stunden immer. Genau. Sonst habe ich noch ein paar Fragen, Weihnachtsfragen, die ich beantworten möchte. Wann fängst du an, dich auf Weihnachten zu freuen? Eigentlich freue ich mich auf die ganzen Jahr über auf Weihnachten, weil Weihnachten ist schon was Schönes, finde ich. So Besinnlichkeit und ja, ich finde das schön. Die Vorweihnachtszeit, wie gesagt, ne? Hast du noch einen Adventskalender? Habe ich ja schon erzählt. Ich habe zwei. Einmal ja von Milka, einmal von Kinder. Ja. Letztes Jahr hatte ich einen von einer Abonnentin selbst gemacht. Fand ich auch sehr, sehr cool. Auch so Sachen, die habe ich jetzt immer noch hier. So Haushaltssachen. Fand ich sehr, sehr toll. Aber die beiden sind auch toll. Hast du wichtige Dinge an Weihnachten erlebt? Hast du witzige Dinge an Weihnachten erlebt? Nö. Also bisher war jetzt nichts Witziges, nur dass mein Cousin dann halt herausgefunden hat, dass der Weihnachtsmann doch nicht gibt, weil es ein Bekannter war, aber uns was Witziges? Nee. Nee. Wie läuft dein typischer Weihnachtsabend bei euch ab? Also entweder wir gehen halt zu meinem Tante und Onkel oder wir bleiben bei uns zu Hause. Dieses Jahr ist er bei meiner Tante und meinem Onkel. Und
Ja, vorab war es immer so damals, dass wir dann erst in die Kirche gegangen sind. Aber es hat sich auch so nach der Zeit so ein bisschen ja, im Sande verlaufen. Keiner ist mehr hingegangen und von daher an was auch sein gelassen. Es geht gar keiner mehr in die Kirche. Ja. Und danach gehen wir halt entweder, wie gesagt, zu uns oder treffen uns bei uns oder bei meinen Tante und meinem Onkel, Verwandtschaft. Und ja, da gibt es eigentlich meistens, gab es auch schon immer so, dass wir erst gegessen haben. Genau, erst gegessen und dann kam der Weihnachtsmann. Bei uns kam der Weihnachtsmann. Christkinder gab es bei uns jetzt nicht so. Und ja, jetzt kommt natürlich nicht mehr, weil alle sind ja schon erwachsen. Oder vielleicht noch nicht ganz erwachsen. Also ich schon. Aber halt meine Cousins, meine Cousinen vielleicht nicht. Und ja, aber trotzdem kommt der Weihnachtsmann nicht mehr. Also wir erst nach dem Essen kommt eine Bescherung. Meistens dann halt die wichtigen Sachen zuerst und dann halt die anderen Sachen. Genau. Dann die nächste Sache ist, wenn du einer Person dieses Jahr ein Geschenk kaufen oder basteln könntest, welches wäre es? Keine Ahnung. Ich hoffe ja eigentlich meiner nächsten Familie, einer nahestehenden Familie immer was. Also jetzt meiner Mutter, meinem Vater und meinem Bruder. Dieses Jahr wird es ein bisschen schwer, weil ich ja jede Woche tanken muss, um dahin zum Minijob zu fahren. Also wird das dieses Jahr, muss ich gucken, wie ich das mache. Ne? Es wird schwer diesen Monat. Ja, weil das kostet ja auch schon 10 Euro in der Woche. Und das ist ja nicht gerade wenig, weil diesen Minijob habe ich ja jetzt am 1. Dezember angefangen und natürlich noch kein Geld von denen bekommen. Oder ja, von daher muss ich mehr Geld ausgeben, als ich sonst ausgeben müsste. Ist auch in Ordnung. Aber es wird halt mit dem Weihnachtsgeschenk ein bisschen rar. Also weniger. Genau. Was war deine beste Weihnachtsgeschenk bisher? Mein bestes Weihnachtsgeschenk. Als Kind vielleicht. Irgendwas, aber so richtig, was man jetzt sagen würde, das habe ich so Weihnachten bekommen, fand ich toll. Letztes Jahr habe ich mir, nee, vor ein paar Wochen, ja, nochmal, vor ein paar Jahren habe ich mir selbst ein Weihnachtsgeschenk gekauft, also diese Fitbit damals. Diesmal habe ich diese Fitbit Versa, oder wie es ausgesprochen wird, habe ich ja selbst gekauft von meinem Geburtstagsgeld. Da war ich in Cuxhaven, ja, mein Gott, da wollte ich unbedingt mal ans Wasser und dann war das so ein verregneter Tag, ist auch scheißegal. Aber, wo war ich stehen geblieben eigentlich? Mein eigenes Weihnachtsgeschenk, also zumindest das Schönste. Letztes Jahr habe ich ein Paket bekommen aus England, kurz vor Weihnachten. Und da habe ich mich, also das war wirklich so schön, nicht am Weihnachten, an Heiligabend, sondern einen Tag später habe ich es dann aufgemacht. Es war jetzt, so waren Sachen aus England drin und ich liebe England. Und das war wirklich einer der, es war richtig schön. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Aber natürlich auch über alle anderen Fanpakete, die ich bisher bekommen habe, freue ich mich auch tierisch. Ne? Es gibt jemand für mich Geld aus, das ist auch ein bisschen, braucht keiner. Aber trotzdem, hier dieses, da habe ich von der gleichen Dame, habe ich glaube ich auch dieses Albert Square Tasse bekommen. Und dann auch von I love EastEnders, diesen Untertasse, nee, Untertasse ist ja nicht so, so ein Bierdeckel. Benutze ich heute noch ab und zu. Die Tasse nicht, weil die Gefahr, dass die kaputt geht, die ist jetzt nicht so dick wie so eine andere Gläser oder Tassen. Von der habe ich die da oben stehen. Das ist so ein Highlight, das darf nicht kaputt gehen. Also da wäre ich schon sauer, wenn es kaputt gehen sollte. Also sauer. Aber enttäuscht, schade, traurig. Aber das bleibt da stehen und da kommt manchmal Sachen rein, aber kein was zu trinken oder so. Genau. Ja, weiter. Worauf freust du dich in der Weihnachtszeit am meisten? Ja, einfach nur Musik hören. Also die Weihnachtsmusik und schmücken, dass dieser Tannenbaum hier steht. Finde ich auch mal sehr schön. Das ist ein bisschen heller auf jeden Fall. Genau. Weiter. Habt ihr Weihnachtstradition? Hatten wir, aber seit 5, 6 Jahren leider nicht mehr. Wir hatten immer das Essen halt. Und zwar Kartoffel,
Salat mit Bockwürstchen oder Würstchen einfach. Es war immer Tradition, aber ja, leider nicht mehr. Sonst hatten wir halt den Weihnachtsmann bis meinem 16., 15., 16. Lebensjahr. Aber sonst haben wir keine Tradition mehr. Ne. Okay, dass wir dann jeden Tag, jedes Jahr entweder bei uns oder bei meiner Tante und Onkel, das ist immer ein Wechsel, aber sonst. Habt ihr Weihnachtstradition, habe ich schon gesagt. Was ist deine Lieblingsweihnachtsduft? Zimt. Weihnachtswünsche werden wahr. Wenn alles möglich wäre, was würdest du dir wünschen? Ja, eigentlich, dass Corona weggeht und dass alle Menschen auf der Welt glücklich Weihnachten feiern können und nicht nur Weihnachten, sondern auch einfach glücklich sein können. Klar, das ist natürlich nicht, das wird nicht so gehen, aber ist halt ein Wunsch, ne? Und das wäre mein größter Wunsch. Nicht nur für mich irgendwas, sondern für alle Menschen. Genau. Was ist dein euer liebster, also mein liebster Weihnachtsfilm? Uiuiuiui. Der kleine, oh, wie heißt denn das? Der kleine Lord? Heißt das so? Das gibt es ja immer so an Weihnachten oder kurz vor Weihnachten. Lord? Also so ein kleiner Junge, der irgendwie so einen Opa dann kennengelernt hat oder wenn der Vater gestorben ist. Irgendwie sowas. Ist das mal der kleine Lord? Ja, auf jeden Fall. Das finde ich sehr, sehr schön. Oder manchmal, Michel, ich bin halt nicht der größte Michel-Fan. Mein Bruder ist ja, der liebt ja Michel über alles. Mochte es sehr, sehr gerne. Ob es immer so ist, weiß ich nicht. Aber da bin ich jetzt nicht so der größte Fan von. Aber diesen, der kleine Lord, glaube ich, das mache ich ganz gerne. Und so andere Weihnachtsfilme, es geht, ne? Ein Ritual an Weihnachten in eurer Familie, das so für euch ganz besonders ist. Ja, haben wir ja nicht mehr. Wenn du dieses Jahr nur eine Person, habe ich schon. Was gehört zu deinem Weihnachts-Beauty-Look? Einfach nur ganz normal schminken und schick aussehen einfach, ne? Jetzt nicht so die 0815 Sachen, sondern vielleicht ein bisschen schicker, aber ja, auch nichts Besonderes, ne? Habe ich schon gesagt? Ach Gott, also was ist deine Lieblings-Weihnachtssüßigkeit? Manche machen ja so Dominosteine oder so. Nee, auch nicht so ganz meins. Butterspekulatius, schmeckt ganz gut. Lebkuchen, ja, kommt immer drauf an. Die billigere Variante sind ja immer furztrocken und die teuren sind deswegen lecker, aber ich möchte jetzt nicht für so eine Packung Lebkuchen da 7, 8 Euro ausgeben. Manchmal kosten es wirklich so viel. Und nee, dafür gebe ich das nicht aus. Tut mir leid, dann kaufe ich irgendwas anderes. Genau. Ja. Habe ich schon gesagt. Wann ich meine Geschenke kaufe? Meistens Ende November, Anfang Dezember oder manchmal ist es Ende Dezember, also kurz vorm 24. Dieses Jahr mal gucken, wie, wann. Wahrscheinlich erst Ende des Monats. Mal gucken. Also Ende des Monats. Also am 22., 23. Mal gucken. Was noch? Was nervt dich an Weihnachtszeit so richtig? Was mir an der Weihnachtszeit am meisten nervt? Ja, vor Weihnachtszeit, also zumindest nicht Dezember, sondern vorher. Was mich dann nervt, also was ich überhaupt nicht verstehen kann, also sind Leute, die Weihnachtskalender aufmachen. Also sowas von Hirn, also ich weiß nicht, also ich finde es total blöd. Ich gucke mir das nicht an, weil vielleicht habe ich ja den gleichen Adventskalender oder ich weiß nicht, warum ich mal schon vorab Adventskalender aufmachen sollte. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Also klar, ich weiß es nicht, verstehe ich den Sinn dahinter einfach nicht. Man kauft einen Adventskalender und macht ihn dann vorher auf.
Ja, gut, was hat man davon? Finde ich, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Ja. Backst du gerne Plätzchen? Also Kekse, ja, sehr, sehr gerne. Hier bei mir zu Hause geht es nicht, weil ich habe keinen Backofen und sonst würde ich es gerne machen. Aber mit der Heißluft, Backofen oder was das da ist, würde es, glaube ich, nicht so gehen. Und ich will es auch nicht ausprobieren, weil da habe ich den ganzen Teig hier und es klappt da nicht. Nee, nee. Muschen, komm mal her, komm mal her. Komm mal her. Ja, hoppsala. Ja, weiter. Aber bei meinen Eltern mache ich, habe ich es mal gemacht. Bei meinem Bruder haben wir es noch nicht gemacht. Gut, er wohnt ja erst außen seit, war nicht so lange außer Haus. Machst du dir Stress bei dem Geschenkkauf für deine Lieben? Ja, schon. Wenn ich mal im Internet gucke, die schönen Sachen, die, dann habe ich jetzt plötzlich 80 Euro für drei, vier Personen jetzt. Aber ja, das ist so teuer, ne? Aber ja, dann gehe ich meistens nach Nanuna da und kaufe irgendwie Scheiße. Im Nachhinein alle gar nicht so scheiße sind, weil mein Vater hat immer noch diese komische, ich habe so eine leckere, so eine Hake gekauft, ne? Eigentlich als Gag nur, aber es ist. Es wird benutzt, ne? Also es wird hinten halt als ja, ihm was kratzt am Rücken oder so, der halt diese Hake da liegt immer in der Küche auf dem Stuhl. Also von daher wird es benutzt, ne? Und auch der günstigere Sache waren halt damals bei eBay, klein, ja, eBay, genau, habe ich damals für meinen Vater oder für meine Mutter, ich Vater, Salz- und Pfefferstreuer elektrisch. Weil wir fanden das immer so geil. Wir hatten damals Verwandtschaft in Hannover und die hatten dann elektrischen Salz- und Pfefferstreuer und fanden wir so geil. Wir hatten das zu Hause nicht, ne? Und weil mein Vater, meine Mutter halt, so ein Quatsch brauchen wir nicht. Und jetzt habe ich das vor 3, 4 Jahren mal gekauft und fanden sie alles sehr, sehr toll. Also von daher wird auch benutzt. Dann machen wir weiter hier. Ob ich lieber was schenke oder was geschenkt bekomme? Die Antwort ist sehr, sehr einfach. Ich liebe es, Leute zu beschenken. Ja, das mag ich sehr, sehr gerne. Geschenke bekommen ist auch schön, natürlich, aber manchmal ein bisschen unangenehm, weil man nicht weiß, wie man reagieren soll, ne? Wenn sie nicht gefallen, ne? Das ist halt so eine Sache, ne? Weiter. Habt ihr einen Weihnachtsbaum? Echter Kunstbaum. Ich habe einen Kunst. Meine Eltern haben da immer einen echten, immer am Heiligabend wird er aufgestellt und geschmückt. Also ich schmücke ihn, mein Bruder macht halt die Kette dran, die Lichterkette. Und ja, dann weiter. Denn, ja, habe ich schon. Ja, fertig. Meine Lieben, das werde ich jetzt bearbeiten und dann wünsche ich euch einen wunderschönen 4. Dezember. Ne? Genau. 3. 3. Dezember, Entschuldigung, natürlich, 3. Dezember. Wir haben es ja eigentlich schon den 3. Dezember. Genau, meine Lieben, bis morgen. Ciao, ciao. Give me just a little smile. That's all.